Mahlzeit, ihr Lieben. Ich bin der Retro-Robby und bin heute die Vertretung für den lieben Panda. Hab auch einen eigenen Kanal hier auf YouTube. Und bei mir dreht sich eigentlich hauptsächlich alles um das Sammeln von Super Nintendo-Spiele. Ja, bei mir gibt's eben Content wie Flohmarkt, Pickups, technischen Kram, aber eben auch Super Nintendo-Spiele. Ja, ich spiele auch in die Spiele rein, die ich bekomme. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gern danach mal auf meinen Kanal vorbeischauen und sehr gerne natürlich auch ein Abonnement dalassen. So, das sollte vorerst erstmal reichen. Ihr habt ja jetzt hier den Panda erwartet, also werde ich meine unglaublichen illusionistischen Fähigkeiten nutzen, ja, und mich in den Panda verwandeln für euch. So, wo ist er? Na denn, legen wir los. Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute gibt's eine neue Folge Retro Panda Robby quält sich. Ja, und bevor wir starten, ich habe meinen NES aus dem Keller rausgekramt, der da schon seit Jahren drin rumliegt, weil, als der Panda mich gefragt hat, ob ich für ihn die Urlaubsvertretung mache, habe ich mir gleich gedacht, ein quält sich Video kommt bestimmt gut. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn für ein quält sich Video machen? Und der Panda steht ja so auf Fortress of Fear. Ja, das gehört ja zur Wizards and Warriors Reihe. Und ich habe mir gedacht, ich als Kind hatte ja auch ein Spiel der Wizards and Warriors Reihe, nämlich Iron Sword. Und dieses Spiel hat mich genervt. Es war so frustrierend, ich bin nie weit gekommen und ich habe mir gedacht, das ist das perfekte Spiel für einen Retro-Panda-Robby quält sich. Und ich würde sagen, schauen wir in das Spiel mal rein, ob das wirklich noch so kacke ist, wie ich es in Erinnerung habe. Okay, also wir haben eine Oberwelt, ja. Also quasi, was heißt eine Oberwelt? Eine Karte. Und wir haben diesen, ja, diesen Ritter, den man auch vom Panda kennt. So, vom Fortress of Fear. Also ich kann schlagen und ich kann springen und ich kann ducken und schlagen, aber... Warte mal, ja stimmt, die konnte ich irgendwann kaufen. Was kostet das denn hier? Achso. Was zu essen? Ja, gib mir mal. Uff. Okay. Na, das hat der überhaupt nicht gebracht. Okay. Nein. Ja, das war. Das war auch immer so kacke. Diese blöden Rampen. Was denn? Was war denn das jetzt? Warum hing der denn jetzt so da? So, oh komm. Ah, nein, 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 nein. Man hat auch so einen leichten Stopp, wenn man... Oh, scheiße. Okay. Man hat auch so einen leichten Stopp, wenn man tief fällt. Und wo weiter? Oh, da ist eine Truhe. Ja, irgendeinen magischen Aufruf. Okay. Ah ja, die blöden Viecher. Die kommt man irgendwie, glaube ich, nicht besiegen. Oder ich bin einfach zu dusselig dazu, die zu besiegen. Doch, so kommt man die besiegen. Okay. Was ist das für ein Schlag?
Oh, nee. Okay, und was haben wir jetzt? Ein Schwert gefunden, okay. Naja, also... Kann man die jetzt irgendwie ausrüsten? Achso, B. Nee, hier kann ich nur den... Magic Spell. Ach, das ist das komische Balldings hier, wa? Was kann der? Hm. Bin ich jetzt schon ernst unten auf dem Berg? Oder ist das jetzt wieder ein anderer Berg? Oh, aber es ist schwer, hier überhaupt irgendeinem Projektil auszuweichen. Protil. Hm. Okay, okay. Naja. Nicht Game Over, bitte nicht Game Over. Ich hab doch noch einen, oder? Okay, okay, klar, ich kann zumindest hier weitermachen. Der will irgendwas. Muss ich wahrscheinlich noch finden. Hm. Oh, da ist noch. Ich habe auch keine Ahnung, wofür ich die Schlüssel brauche. Ach, guck mal, da unten. Ich habe ja nur zwei, obwohl ich auf jeden Fall mehr habe. Okay. Gut, einen Schatz habe ich schon mal. Okay, weiter geht's. Aber ich glaube, ja, ja. Ich glaube, ich gehe mal nochmal rein hier. Wieder Leben holen, also Energie meine ich. Bonus-Chance. Tja, aber jetzt muss ich dieses komische Dings da, diese, keine Ahnung was finden. Ach, da. Okay. Ah, goldenes Ei. Okay. Gut, ich habe das goldene Ei gefunden. Nee. Ich gehe lieber von hier weiter, oder? Kann ich in den Berg hoch vielleicht? Ich glaube, die sind ja dann doch leichter zu erledigen. Die Eierköpfe hier. Zack. Och, komm. Oder auch nicht. Ich glaube, da lege ich mich doch lieber mit den Spinnern an hier. Also gut, animiert sind sie ja, oder? Die Tauben. Ja, ich heiße sind Adler. Aber ja. Komm schon, jetzt bin ich doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, so gut war ich als Kind nicht. Come with me to the clouds. Okay. Ach doch, das kenne ich auch noch. Ah, ich kann dich nicht weitertragen. Ich muss alleine weiter. Na gut. Machen wir. Ach ja, diese blöden Wirbelstürme. Oh, Alter. Bei dem blöden schrägen rutscht man auch schon wieder so.
Ja, wenn man gedrückt hält, dann springt man. Dann federt man gleich so ein bisschen ab. Das ist praktisch. Hier war eine Höhle. Okay. Ich dachte, das wären Projektile. Na gut, hätte ich einsammeln können. Okay. Ah. Ach, komm schon. Pfeif drauf. Da ist wieder eine Höhle. Geh doch mal in die Höhle rein. Na, hör mal. Komm schon, mach auf die. Oh, ein Helm, okay. Ich würde sagen, ich bin weiter als damals als Kind. Das ist schon mal was. Aber leicht ist es trotzdem nicht. Aber irgendwie geht's schon fast. Okay. Na, da komme ich doch niemals rüber, wenn ich da so umgegen batze. Ja, genau, so, mach halt so. Ein Leben, würde ich sagen. Ja, okay. Ich meine, stört mich nicht, dass ich jetzt irgendwie ein cooles Geheimversteck gefunden habe, aber... Wo? Nein, nicht, noch nicht noch weiter runter. Ja, das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Ach, komm. Nein, nein, komm. Nein. Yes. So. Und nach rechts einmal. Ja, ja, ja. Nach links jetzt. Nein. Ach, hör mir doch auf. Oh. Was denn? Was denn? Was hat mich jetzt erwischt? Was? Warum setzt er mich denn da zurück? Jetzt hier. Nein, nein, nein. Okay. Oh, das ist bestimmt der Ausgang da, war. Na, nein, nein, nein. Oh, komm schon. Na, komm, nein, nein, bitte nicht. Oh. Oh. Mann. Das ist frustrierend. Was hast du jetzt schon wieder für ein Problem? Komm schon, ich will in diese blöde Höhle da oben rein. Das schaffe ich doch jetzt, das schaffe ich doch jetzt, das schaffe ich doch jetzt. Mann, nein! 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 Was? Zieht euch doch mal! So, komm, jetzt nochmal. Du nicht! Du nicht schon wieder du! Hau ab, du! Ja! Was?
Kann ich diesen... Wie habe ich denn dieses Menü aufgerufen, ja? Wie habe ich das... keine Ahnung. Aber der beschützt mich, glaube ich, so ein bisschen, ja. Komm, erwisch mal den Vieh da oben, ey. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den. Och. Komm. Nein. Mann. Da ist ja bloß eine Kiste. Ist also hier nicht der Ausgang. Oh. Windbane. Kann ich jetzt gerade gar nicht übersetzen, was sollte das sein? Hm. Hä? Was? Okay. Ist es das? Nein, 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 komm schon, nein. Da. Ui, 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 ui. Okay. Was, was? Da, ich sag dir. Was, wo kam der denn jetzt her? Das ist eine butterweiche Wolke. Hör doch auf, als wärst du hier auf Stein gelandet. Nein, 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 nein. Och. Das ist so frustrierend, wenn man immer wieder so tief dann wieder fällt. Nein, warum ist denn nicht gesprungen? Ich hab den Sprungknopf da gedrückt. Jetzt klinge ich wirklich schon wieder Panda. Ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Das hat mich als Kind schon verdammt frustriert, dieses dämliche Spiel. Nee. Wirklich, reicht. Es ist cool, wenn man doch irgendwie mal was findet, wo man sagt so, oh, ich hab was Neues, aber... Ich meine, jetzt müsste ich wieder von vorn beginnen. Und darauf habe ich echt keine Lust. Also, von meiner Seite aus, Riesenbogen um das Spiel. Okay. Ja, das war's für diesen Sonntag von mir. Ja, nächsten Sonntag sehen wir uns dann nochmal wieder. Und... da werde ich dann mit einem Gameboy-Spiel kommen, was ich als Kind schon geliebt habe und jetzt immer noch mag. Nicht als quält sich natürlich, sondern in einem Test. Bis dahin natürlich gern noch bei mir auf dem Kanal. Und vielen Dank noch an den lieben Panda, dass ich hier auf seinem Sendeplatz quasi sein durfte. Dass ich seine Urlaubsvertretung auch sein durfte. Und ansonsten macht's gut. Haut rein. Ciao.